Eine traumhafte Lage am Chiemsee. Hier melkt Familie Kirchmeier 180 Milchkühe und produziert aus der Gülle und dem Mist Strom und Wärme aus Biogas. Aber ihre Wiesen und Äcker bestellen die Kirchmeiers mit Dieseltraktoren. Noch, denn das soll sich ändern. Ja, ich möchte halt unabhängig werden und unseren eigenen Reststoff, den wir auf dem Betrieb haben, möchte ich veredeln und einen Kraftstoff machen. Wir brauchen Alternativen und wenn wir es auf dem Hof haben, warum sollten wir es nicht nutzen? In die Biogasanlage kommen weder Mais noch andere Feldfrüchte. Nur Reststoffe aus der Landwirtschaft. Daraus könnte man einen klimafreundlichen Treibstoff für Landmaschinen machen. Biomethan. Ideal für den Urlaubsbauernhof, wo die Gäste mit den Kirchmeiers über das Thema Umwelt oft ins Gespräch kommen. Der Familienrat tagt. Der Landtechnikhersteller New Holland baut inzwischen Biomethan-Traktoren in Serie. Und es gibt ein finanzielles Zuckerl, eine Förderung vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Mir kommt es eigentlich darauf an, dass man unabhängig ist. Die Zeiten haben doch sehr unsicher geworden. Ich finde es gut, wenn man was nutzen kann, was man sowieso schon am Betrieb hat und sich da nicht abhängig macht von irgendwelchen anderen Gegebenheiten auf der ganzen Welt. Vorreiter bei dieser Technologie ist die Firma Biogee in Oberösterreich. Sie produziert aus Mais Stroh und Mist, also ausschließlich aus landwirtschaftlichen Reststoffen, Biogas. Und der dort angestellte Landwirt Martin Gruber fährt seit September 2023 einen Serienschlepper mit aufbereitetem Biogas. Mit sogenanntem CNG, Compressed Natural Gas. Wir haben jetzt den Tankvorgang gestartet. Das dauert so in etwa 2-3 Minuten, je nach Tankfüllstand, wie voll der Tank noch ist. Und wenn der Tank dann voll ist, dann können wir je nach Arbeiten ohne Fronttank, wie es bei diesem Traktor verbaut ist, circa 2 bis 3 Stunden unter Volllast arbeiten. Die von 4 Landwirten gegründete Firma hat kompakte Biomethan-Tankstellen entwickelt, mit Gasflaschen. Geschäftsführer Josef Höckner suchte einen Ausweg aus dem Dilemma, dass es auf dem Land keine CNG-Tankstellen gibt. Für den alternativen Treibstoff fehlt einfach die Infrastruktur. Nun hat Höckner eine serienreife Lösung. Das Biogas, das besteht ja zur Hälfte aus Methan und zur anderen Hälfte aus Kohlendioxid. Das heißt, diese beiden Teile müssen getrennt werden, weil das Kohlendioxid kann ich im Fahrzeug nicht brauchen. Dann wird das reine Methan nach dieser Trennung hier wird weitergeleitet zu einer zweiten Verdichtungsstufe. Das wird dann auf 270 bar verdichtet, wird in den Pressflaschen gespeichert und von den Pressflaschen wird das dann in die Fahrzeuge verdankt. Mindestens 81% reines Methan benötigt der Traktor. Die österreichische Anlage schafft rund 97%. Längst gibt es verschiedene Seriennutzfahrzeuge mit Gasantrieb. Neben dem Gabelstapler läuft auch ein Pritschenwagen mit Biomethan. Schließlich soll sich die rund 300.000 Euro teure Tankanlage nach wenigen Jahren schon rechnen. Mit nur einem Traktor gehe das nicht. 1 Kilo CNG entspricht 1,3 Liter Diesel und kostet in der Herstellung hier rund 1 Euro. Der 180 PS Schlepper läuft seit einem halben Jahr zuverlässig. Also für mich ist grundsätzlich gegenüber einem Dieselfahrzeug nicht viel anders geworden. Die Bedienung ist gleich geblieben, das Fahrverhalten vom Traktor ist auch gleich geblieben. Und der in Kilogramm gemessene Verbrauch im Biogastraktor ist etwa gleich wie beim Dieselmodell. Zurück nach Bayern zum Bauernhof am Chiemsee. New Holland und der örtliche Händler haben Franz Kirchmeier einen Testschlepper zur Verfügung gestellt. Umweltfreundlich soll er sein. Also natürlich, der Umweltaspekt ist ein großer und wir versorgen unseren ganzen Betrieb mit erneuerbaren Energien. Und nur der Kraftstoff wird zugekauft und das ist natürlich, auf lange Sicht möchten wir auch da unabhängig werden und unseren eigenen Kraftstoff produzieren. Für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und unsere Lebensmittel sollten auch nachhaltig produziert sein. Und da ist ein alternativer Kraftstoff unumgänglich. Ein Firmenvertreter erklärt den Milchbauern die Besonderheiten. Alle 2 Jahre 4 Zündkerzen wechseln. Kein Problem. Allerdings soll der Traktor bis zu 8 Stunden fahren, braucht er einen Zusatzgastank in der Fronthydraulik. Davon ist Franz Kirchmeier nicht begeistert. Der Fronttank ist ein
absolute Einschränkung für unseren Betrieb, weil wir natürlich Mähen oder Frontpacker arbeiten beim Säen. Die fallen weg, weil wenn keine Fronthydraulik da ist, können wir das nicht nutzen. Trotzdem, er nimmt den Testschlepper gleich mal richtig her. Mit angehängtem 23 Tonnen schweren Güllefass. Normalerweise zieht Kirchmeier dieses Fass mit einem 250 PS Dieselschlepper. Und? Von der Leistung ist er auf alle Fälle, kann er mit dem Diesel mithalten, wenn er nicht sogar ein bisschen spritziger ist. Sonnenstrom vom Dach. Wärme aus Holz mittels Holzvergaser. Und zusätzlich Wärme und Strom mit Biogas aus einem Blockheizkraftwerk. Da würde ein Biomethanschlepper samt einer eigenen Tankanlage gut ins Betriebskonzept passen. Wenn so ein Schlepper auf den Betrieb kommt, dann bauen wir eine eigene Hoftankstelle. Da möchten wir uns autark machen und eventuell einen Teil vom Sprit auch verkaufen. Für den 200.000-Euro-Schlepper gibt es 20% Förderung vom Staat. Die Chancen stehen gut, dass auf diesem Hof demnächst zumindest ein Schlepper nicht mehr mit Diesel betankt wird. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.